Hallo, liebe Rasenfreaks. Wir sind hier bei einem Fan auf seiner Rasenfläche. Unglaublich. Ja, was ist passiert? Ich bin angerufen worden. Ich habe eine E-Mail bekommen. Quatsch, ich habe eine E-Mail bekommen von einem Fan, der sagte, oh Andreas, kannst du nicht mal bei uns vorbeikommen? Ich habe so eine komische Rasenfläche und ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht guckst du dir das mal an. Ja, na gut, ist jetzt hier in der Nähe gewesen. Fahren wir mal vorbei. Und jetzt sind wir da, auf dieser Rasenfläche hier. Und es ist faszinierend. Yeah! So, lieber Rasenfreaks, was sehen wir hier? Wir sehen einmal, ich würde jetzt mal sagen, normales Gras. Aber nur ganz kleine Flecken an normalem Gras. Hier und hier so ein Streifen entlang. Das ist Gras, das wir eigentlich haben möchten. Aber der meiste Teil der Fläche hat hier so ein ganz helles, breitblättriges Gras. Wirklich hell und sehr, sehr breitblättrig und total verdichtet, total verfilzt. Es ist unfassbar, so einen Filz habe ich noch nicht gesehen. Also irre. Und jetzt ist die große Frage, was ist das? Glaub nicht. Hier ein wunderschönes Kleefeld. Dagegen kann man was machen. Also Klee ist jetzt nicht das Problem. Weißklee, gar kein Problem. Einen vernünftigen Unkrautvernichter hier einfach drauf sprühen. Dann ist der Klee auch relativ schnell weg. Das kann man bekämpfen. Ja, aber diese hellen Grasflächen, die sind schon ein Problem. Spontan haben wir gesagt, es ist Quecke. Quecke, ne? Typisch Quecke, hell, Quäke, okay, Quäke. Meine Frau sagt, ich soll Quäke sagen, nicht Quecke, Quäke. Könnt ihr mal sagen, was richtig ist. Ja, Quäke, 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 nee, Quäke. Also Quäke, hätten wir ja spontan gesagt, breitblättrig, hell, so ein bisschen fleischige Stängel. Die zweite Theorie ist, es könnte auch die Poa supina sein. Ich kenne die Poa supina nicht gut. Ein oberirdisch ausläuferbildendes Gras. Aber so breitblättrig und so hell. Es ist sehr stark verwurzelt. Die Wurzeln liegen auch. Quatsch. Guck mal, hier habe ich jetzt. Das ist jetzt wieder. Ja, die Poa supina ist natürlich. Poa supina ist natürlich auch ein Rispengras. Und Rispengräser bilden Rispenblüten. Wir machen jetzt eine Bodenprobe, wir stechen hier mal rein. Hier sehen wir jetzt auch ein sehr interessantes Phänomen. Hier lag für, war das zwei Tage? Anderthalb Tage lag hier etwas auf dem Rasen drauf. Und nach anderthalb Tagen ist die ganze Fläche schon kaputt. Also das ist auch wirklich faszinierend. Komplett hin und vertrocknet. Oh, der Boden ist schön. Der Boden ist super. Wir suchen jetzt hier eine ganz, ganz schmale, keilige Form rauszustechen. Das wird natürlich nicht gelingen. Normalerweise gibt es dafür ein Werkzeug, was der Rasenfreak tatsächlich noch nicht hat. Schlimm. Ganz schlimm. Hättest du nicht deinen Lochstecher nehmen können? Nee, ich will ja richtig was sehen. So. Eindeutig. 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 Hier sind auch schöne, feine Wurzeln drin. Und da ist nicht eine fleischige, weißliche Wurzel der Quäke. Also. Lange Rede, kurzer Sinn. Oh, ich habe den Wurm zerstochen, irgendwie brutal. Man sieht auch hier schön, bevor ich sie wieder reinstecke, wie sich hier eine fette Filzschicht von dem oberirdisch wachsenden Gras auf dem Mutterboden gebildet hat. Komplett verfilzt. So. Geil. Hier habe ich jetzt eine unglaublich interessante Stelle gefunden, dieses Grases. Mit richtig interessanten Blüten. Auch hier wieder das gleiche Gras.
sehr breitblättrig und hier wunderschöne Blüten. Und das sieht eben auch aus wie eine Rispe. Ja, lieber Rasenfreak. Also wir waren uns dann jetzt am Ende mit der Poa Supina doch nicht einig, weil die Poa Supina niemals so breitblättrig ist. Und jetzt haben wir doch nochmal gegoogelt nach der Poa Trivalis, weil Rispe eindeutig, sehr breitblättrig und das sogenannte Blatthäutchen, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann, versuchen wir es mal scharf zu stellen. Das ist hier das Blatthäutchen und das soll spitz zulaufen, könnte man behaupten. Das ist natürlich jetzt eine Katastrophe. Ne? Poa Supina wäre im ersten Ansatz noch rettbar gewesen. Poa Trivalis mit diesen extrem breiten Blättern kann man nur vernichten, kann man nur komplett vernichten. Ja, schwierig. Also ich gebe wirklich zu, Gräserbestimmung ist schwierig, das habe ich niemals gelernt. Das ziehen wir uns hier aus Büchern und aus dem Internet ein bisschen rein. Da bin ich auch mal sehr, sehr vorsichtig und sehr zurückhaltend. Die Poa Trivalis wurzelt oberflächlich. Und der Kollege hat hier mal eine Stelle gezeigt am Rand der Rasenfläche. Und man kann diese Rasenfläche wie so ein Teppich abziehen. Das heißt, das Wurzelwerk ist nur ganz, ganz dünn. Also ist überhaupt nicht tief drin. Da habe ich jetzt leider hinten auf der ausgestochenen Fläche nicht so wirklich drauf geachtet. Aber tatsächlich wurzelt die Poa Trivalis nur ganz flach und lässt sich das dementsprechend ganz leicht vom Mutterboden abziehen. So, lieber Radfix, das war eine schwierige Geburt. Also, Fazit. Es wird die Poa Trivalis sein, Breitblättrigkeit, dann rötliche Stängel, dann die Rispe oben, die wir gesehen haben, dann dieses oberflächliche Wurzeln, was sehr typisch ist, und diese spitz zulaufenden Häutchen da in der Blattscheide. Sehr, sehr interessantes Thema, aber eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe hier für meinen Kollegen, diese Rasenfläche ist komplett mit der Poa Trivalis verseucht. Es gibt nur so ein paar ganz wenige Fleckchen schönes Gras und das geht natürlich nicht. Man kann bei dieser Dominanz der Poa Trivalis nichts mehr tun. Man kann nur noch das Gras totspritzen mit einem Totalherbizid, komplett vernichten, alles am besten nochmal durchfräsen und dann komplett neues Gras säen, in der Hoffnung, dass dann die Poa Trivalis nicht wieder hier dominant durchkommt. 2 Jahre hat das Gras gebraucht, um hier die Fläche komplett zu versauen. Und ja, und jetzt muss man von vorne anfangen. Spannendes Thema. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen mit Ungräsern gemacht habt. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Wirklich dramatisch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich freue mich auf euch in den nächsten Videos. Euer Rasenfreak sagt danke fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao.